Typischerweise sind die meisten Großstädte in Österreich mit einem sogenannten Mischwassersystem entwässert. Was heißt das eigentlich, Mischwassersystem? Wir haben in der Stadt das Problem, dass wir auf der einen Seite jederzeit den Abfluss der Haushalte von Gewerbebetrieben aus der Industrie haben, die wir der Kläranlage zuführen müssen. Gleichzeitig haben wir aber auch, vielleicht während 5 bis 10% der Zeit im Jahr, einen Niederschlag. Das heißt Regen, eventuell Schnee. Auch dadurch kommen natürlich Abflüsse zustande. Und auch diese Abflüsse müssen wir jetzt irgendwie aus der Stadt wieder herausbringen. Was heißt jetzt Mischsystem? Wir haben prinzipiell zwei Möglichkeiten. Wir könnten prinzipiell ein getrenntes Leitungssystem bauen, wo wir einerseits einen Kanal bauen, der die ganzen Schmutzwässer aufnimmt aus den Haushalten, Industrie und Gewerbe. Und ein zweites Leitungssystem aufbauen, das für den Regenwasserabfluss verantwortlich ist. Historisch gewachsen in Österreich haben aber die meisten großen Städte wie Wien, Graz und so weiter das sogenannte Mischsystem, wo wir nur einen Kanal vorsehen. Das heißt, einen größeren Kanal, der während Trockenwetterzeiten den Schmutzwasserabfluss aufnimmt und während Regenwetterzeiten zusätzlich noch das Regenwasser abführt. Das Problem dabei ist nun, während Regenwetterzeiten können durchaus die 100- bis 200-fachen Mengen des Trockenwetterabflusses durch Regen auftreten. Rein konstruktiv, rein wirtschaftlich, auch rein technisch können wir diese großen Mengen überhaupt nicht bis zur Kläranlage weiterbringen. Was ist die Lösung bisher? Wir können versuchen, dieses Wasser zwischenzuspeichern und dann, wenn es aufgehört hat zu regnen, zur Kläranlage weiterzuleiten. Es kann aber sehr wohl vorkommen, 20, 30 Mal im Jahr, dass diese Speichervolumen, die wir dafür bräuchten, nicht ausreichen und wir eben nicht alles zwischenspeichern können. In dem Moment müssen wir dann anfangen, sogenanntes Mischwasser in das nächste nahegelegene Entwässer zu entlasten. Das in die Umwelt zu entlastende Wasser ist leider Gottes mit Schmutzstoffen vermengt. Das heißt einerseits natürlich die Sachen, die aus dem Schmutzwasserabfluss kommen, die Fäkalien, Spülmaschine, aber auch aus den Gewerbebetrieben, eventuell Industrieabflüsse. Andererseits ist aber auch Regenwasser mittlerweile in der Stadt, nachdem es die Oberfläche erreicht hat, nicht mehr unverschmutzt. Das heißt, wir haben eventuell Schwermetalle mit beigemengt, wir haben Flüssigkeiten, die zum Beispiel aus dem Individualverkehr stammen, wir haben Reifenabrieb und so weiter. All das finden wir in dem Mischwasser, das wir jetzt in die Umwelt entlasten würden. Das heißt, was wir versuchen ist, in technischen Bauwerken zunächst einmal möglichst wenig zu entlasten, dann in diesen Bauwerken aber die Speicherzeit zu nutzen, um zumindest die Stoffe, die wir absetzen können, zu beseitigen und dann als drittes nur dann zu entlasten, wenn wir auch möglichst das Wasser verdünnt haben. Das heißt, möglichst viel Regenwasser mit dem Schmutzwasserabfluss vermengt ist. Nichtsdestotrotz wissen wir, dass wir trotzdem noch in diesen Entlastungsabflüssen Inhaltsstoffe haben, die eventuell eine gewisse Umweltbelastung darstellen. Durch den Ausbau der Kanalisation in Österreich oder in Zentraleuropa sind die Entlastungsmengen insgesamt stark zurückgegangen, weil wir viel mehr zwischenspeichern konnten und eine ganze Menge bis zur Kläranlage weiterleiten. Nichtsdestotrotz bleibt immer eine gewisse Restmenge übrig, die wir gar nicht vermeiden können zu entlasten. Und da ist es nun in den letzten Jahren zu vielen neuen Erkenntnissen gekommen durch den Fortschritt in der Sensorik, in der Fortschritt in der Analytik, dass wir wissen, es gibt einige Inhaltsstoffe, wo wir momentan noch nicht so recht wissen, wie wir damit umgehen können. Stichwort Mikroschadstoffe, Mikroplastik, Mikrokunststoffe. Das ist ein aktuelles Thema, was momentan Gegenstand der Forschung ist. Noch nicht gelöst, aber wir sind auf einem guten Weg dorthin. Nichtsdestotrotz wissen wir alle, dass in der momentanen Zeit Themen wie anthropogener Klimawandel, Demografie, Urbanisierung natürlich auch Auswirkungen haben auf die Themen der Siedlungswasserwirtschaft und insbesondere auf die Kanalnetze. Dabei sind wir momentan gerade dabei, abzuschätzen, wie die zukünftige Belastung der Kanalnetze aussehen könnte und im gleichen Zug neue Strategien zu entwickeln, wie wir uns diesen neuen Herausforderungen stellen können und wie wir Kanalnetze oder das Entwässerungssystem generell in der Zukunft gestalten müssen. Themen, die hier zukunftsweisend sind, ist das vermehrte Implementieren von grüner und blauer Infrastruktur in die bestehenden Netze, das Nutzen von neuen Informationstechnologien zur aktiven Steuerung und Überwachung unserer Kanalnetze, aber auch da, wo es sein muss, traditionelle Maßnahmen mit mehr Speichervolumen, um das Regenwasser, das Mischwasser länger im System speichern zu können und zur Kläranlage weiterzuleiten.